Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic. Und das ist eine Ewigkeit her, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Und ja, ich glaube, wir wollten mit Rukel reden. Und hallo Rukel. Und wir gehen auf ihn zu. Ihr kommt von der Welt da oben. Ist also die Zeit aus der Prophezeiung gekommen? Ist das ein Omen für die Rettung meines Volkes? Oder ist es nur ein weiteres falsches Zeichen, das uns in die Irre führen soll? Verkündet ihr die Prophezeiung? Seid ihr das Licht, das uns durch die Dunkelheit führt? Oder wollt ihr wie so viele andere nur unsere Träume zerschmettern und uns mit unerfüllten Versprechen zurücklassen? Vorsicht! Der hier ist verrückt genug, um gefährlich zu sein. Sprecht zu mir, Oberweltler! Sagt mir, welches Schicksal auf uns wartet. Erlösung oder Verdammnis? Sprecht, Oberweltler, ich flehe euch an. Also Sir Doomtank wäre jetzt für Verdammnis, aber ich bin natürlich für Erlösung. Ja, also gut. Kann ich euch ein paar Fragen stellen? Eine Frage? Ihr seid unsicher, verwirrt, verblüfft. Verständlich, würde ich sagen. Selbst ich mit meinen 100 Lebensjahren bin manchmal noch verwirrt. Vielleicht kann ich es euch verdeutlichen. Einige Dinge zumindest. Mein Name ist Rukil und ich bin der älteste Ausgestoßene hier im Dorf. Rukil Wrinkleskin werde ich manchmal von den Kindern genannt. Schön für dich. Also ich bin Ramskirata und was wollt ihr von mir, Rukil? Einst wurde ich aufgrund meiner Weisheit verehrt, doch im Verlauf der Jahre fielen die Dorfbewohner vom wahren Weg ab. Schlussendlich gab es nur noch eine Schülerin, die meinem Weg folgte, und jetzt ist sie auch nicht mehr. Der wahre Weg, was soll das heißen? Naja, ich versuche einen möglichst kurzen Weg durch diesen Dialog zu führen, denn ich find ihn langweilig. Ja, was geschah mit eurer Schülerin? Meine Schülerin ist verloren gegangen. Ich schickte sie in die Slums, um, sagen wir, nach etwas zu suchen. Mehr kann ich nicht sagen. Noch nicht. Leider ist meine Schülerin nicht zurückgekehrt. Bitte, Oberweltler, werdet ihr einem alten Mann helfen? Wollt ihr nach meiner Schülerin in den Slums suchen? Sie heißt Malia. Ich muss herausfinden, was mit ihr geschehen ist. Ich muss wissen, was sie gefunden hat. Und ich werde dir helfen, denn ich bin ein guter republikanischer Soldat und ich werde mich der hellen Seite zuwenden. Also ich werde helfen. Es kann schwierig werden, sie zu finden. Malia könnte überall in der Unterstadt sein. Doch wenn ihr sie findet, dann weiß ich, dass ihr wahrlich bestimmt seid, uns zu erretten. Nur dann kann ich euch mein geheimes Wissen enthüllen. Gut, ich komme zurück. Ich wünsche euch Glück, Oberweltler. Sprecht erneut mit mir, sobald ihr vom Schicksal meiner Schülerin wisst. Gut, Dialog endlich vorbei. So lange hat es doch nicht gedauert. Ich hatte ihn länger in Erinnerung. Ab dort nach oben. Und zum Tor. Wir wollen ja schließlich raus und die Rettungskapseln untersuchen. Hallo Hester. Lauf, Hender, lauf! Lauf, ich kann es kommen hören! Er wird es nie schaffen. Er ist verdammt. Ich sagte ihm doch, es wäre dumm, das Dorf zu verlassen. Er wird es schaffen! Lauf, Hender, lauf! Genau, schneller, schneller! Öffnet das Tor! Rasch! Es ist nicht viel Zeit! Das kann ich nicht. Die Rakule sind zu nahe. Die Mutanten werden ihn abschlachten, wenn ihr das Tor nicht öffnet. Und wenn ich das Tor öffne, werden sie uns alle erledigen. Nein, das könnt ihr nicht tun. Das ist nicht fair. Bitte, macht, dass er das Tor öffnet. Hender wird sonst sterben. Ich kann das Tor nicht öffnen. Nicht, während die Rakule in der Nähe sind. Öffnet das Tor. Ich werde die Rakule vernichten. Ich bin ein Held. Ich werde das machen. Ihr seid bereit, euer Leben für einen Fremden zu riskieren? Entweder seid ihr sehr tapfer oder sehr dumm. Ich werde das Tor für euch öffnen, Oberweltler, aber ihr müsst schnell sein. In wenigen Sekunden muss ich es wieder schließen, um die Sicherheit des Dorfes nicht zu gefährden. Und wir sind natürlich schnell. Und wir werden Hender retten. So, erstmal. Ja.
Es ist, wie sind wie viele? Ich kann nur einen sehen. Und ja, in der Zeit, in der die da geredet haben, hätten sie locker das Tor auf und zu machen können. Aber naja. Sinnlosigkeit. Was soll's. Und Rakul sterbe. Gut, und Henda ist damit jetzt tot, weil er es vergiftet. Ja, ich. Und für uns ist dieser Rakul natürlich kein Problem. Aber trotz allem holen wir uns noch die Belohnung, auch wenn Henda bald sterben wird. Ja, hallo Hester. Ich kann euch gar nicht genug dafür danken, dass ihr mich gerettet habt, Oberweltler. Wenn ich mehr hätte als diese Lumpen am Leib, würde ich es euch geben. Doch wir haben hier alle nichts. Ich hab noch immer dich, Hender. Das ist alles, was ich brauche. Gehen wir ins Dorf zurück. So, und? Eigentlich müsste er gleich sterben, weil er ist vergiftet. Aber naja. Haupttor und raus hier. Und wir können einen Levelaufstieg machen. Fähigkeiten, natürlich, wie immer, heilen. Talente. Oi. Was gibt's denn Neues? Das hier wäre ganz sinnvoll. Oder... Ja, ich nehme die Verdammt. Ich nehme die verbesserte Unruhe. Okay. Das Ganze ist annehmbar. Und Orientierung. Ja. Da lang. Bitte, ihr müsst mir helfen. Keiner hilft mir hier. Selbst die Biggs nicht. Aber ich kann ihn hier nicht zurücklassen. Er ist mein Freund. Aber ihr helft mir doch, ja? Hey, langsam mischen. Wo ist denn das Problem? Es ist Zalbar. Er hat Ärger, großen Ärger. Wir müssen ihm helfen. Wenn wir nichts tun, verkaufen sie ihn als Sklaven. Beruhig dich, Mischen. Atme einmal tief durch und dann sagst du mir, was geschehen ist. Zalbar und ich sind einfach ein wenig durch die Slums geirrt. Ihr wisst schon, immer auf der Suche. Nur so aus Neugier. Das tun wir immer. Ich schätze, mit einem Wookie an eurer Seite fürchtet ihr nicht einmal den verdammten Rakghul. Nur diesmal haben sie auf uns gewartet. Gamorianische Sklavenjäger. Wir konnten nicht mal weglaufen. Bigzet warf sich auf sie und brüllte mich an, abzuhauen. Ich sah zu, dass ich wegkam und glaubte Zalbar hinter mir. Aber es waren einfach zu viele. Er kam nicht weg. Sie verkaufen ihn an einen Sklavenhändler. Ich weiß es. Weißt du, wo sie ihn hingebracht haben? Nicht mit Bestimmtheit. Aber diese Gamorianer hängen gerne in der Nähe der Abwasserkanäle herum. Vielleicht erinnert sie der Gestank an zu Hause. Vielleicht haben sie Bigzet dorthin geschleppt. Wenn ich dir helfe, Zalbar zu finden, musst du mir aber helfen, in die Basis der Vulkar zu gelangen. Also abgemacht. Sobald wir Bigzet zurück haben, zeige ich euch einen Weg in die Basis der Vulkar. Jetzt los! Wir müssen Zalbar finden, bevor sie ihn als Sklaven verkaufen oder Schlimmeres mit ihm anstellen. Wisst ihr, wo man ihn festhält? Die Gamorianer haben ihr Lager in den Abwasserkanälen. Ich wette, dass Zalbar dort ist. Und da werde ich euch auch den geheimen Zugang zum Vulkarlager zeigen. Mission ist deiner Gruppe beigetreten. Cool. So, und direkt erstmal Mission auswählen. Achso, muss ein Charakter der Gruppe sein. Na dann auf OK. Und wieso steht sie da hinten? Naja, was soll's. Was? Mission erstmal ein Levelaufstieg, denn sie... Ja, sie kann man ableveln. Attribute. Ja, Geschicklichkeit sind wichtig für Fernwaffen. Und deswegen wird sie Geschicklichkeit nehmen, weil sie ist nicht sonderlich stark und sollte deswegen im Hintergrund agieren. Fähigkeiten. Ja, was braucht ein Gauner für Fähigkeiten? Und sie hat 5. Ja, machen wir mal auf empfohlen. Und das damit... Warte mal. Ja, damit hat sich das. Und annehmen. Und wieder wir. Was können wir ihr denn geben? Sie hat einen Blaster. Oh, geil. Entschuldigung für das böse Wort, aber eine Missions Vibro Klinge. Normale macht 1 bis 10 und Missions macht nochmal einen Bonus. Zusätzlich physikalischen Schaden. Das ist sehr vorteilhaft. Und ja, ich wurde gefragt, was das ist. Meine Kopfhörnchen. Und es ist ein Neuralband. Und das ist gut für Rettungswürfe. Das heißt, so können wir dann... ja, wenn jemand versucht, uns geistig zu manipulieren, dann haben wir das. Und das hilft uns, dem zu widerstehen. Und da sind die kleinen Hörnchen. Und ja, aber meine Zeit ist leider um. Ich würde gerne noch weiter aufnehmen. Geht aber heute nicht. Und deswegen tschüss für diese Folge.